Gorabere nimmt da die ganze Aufmerksamkeit der Starthelfer in Anspruch. 4,40 Euro notiert die Programmnummer 8 Parion. 5,50 Euro dann die 10, das ist Lavaletta. 7,90 Euro die Programmnummer 7 Charlene Duchamp. Und dann haben wir mit 9,20 Euro die 9, das ist Valdana. Gorabere ist jetzt hineingegangen. Jetzt warten wir nur noch auf Valdana. Der Start steht unmittelbar bevor. Und Boxen auf zum ersten Rennen. Die Preis der Rothenseer Autohaus GmbH an der 1300 Meter Marke. Parion übernimmt gleich das Kommando mit an der Innenseite Latino. Latino vorneweg mit Parion, dahinter dann Charlene Duchamp in dritter Position. Neriano ist ihnen dicht auf. Und dann sieht man auch Valdana an der Außenseite. Dann Raining Ice mit Karl vor Gorabere. Dann Lavaletta. Und so geht es bereits in den Biedritzer Bogen hinein. Latino mit dem Kommando, dahinter Parion in zweiter Position. Charlene Duchamp ist dahinter an der Innenseite zur Stelle. Valdana an der Außenseite mit Lavaletta, Neriano innen und dahinter dann Gorabere außen. So galoppiert das Feld in Richtung des Einlaufs. Latino weiter vorne, dahinter Parion in zweiter Position. An der Außenseite Valdana mit Charlene Duchamp und an der Außenseite dann Gorabere, so sind die Pferde im Einlauf. Latino, Latino bringt das Feld in den Einlauf hinein. Dahinter dann Parion, Latino ist voraus. Latino mit dem Kommando Gorabere versucht an der Außenseite jetzt stark aufzukommen und kommt auch auf Gorabere. Und Gorabere hat Latino einfach stehen lassen. Gorabere ist an der Spitze. Und Gorabere gewinnt das Rennen noch sehr, sehr leicht vor Latino. Dahinter Neriano auf dem dritten Platz, dann Parion. Und dahinter Valdana mit Lavaletta, Charlene Duchamp und dann der Rest mit Capitan. Der vorläufige Einlauf im ersten Rennen, den Preis der Rothenseer Autohaus GmbH lautet 3, 5, 1, 9 und die 8. Das sind die Pferde 3, Gorabere, 5, Latino, 1, Neriano, 9, Valdana und 8, Parion. Ja, und auf dem Geläuf, da sehen wir den vorläufigen Sieger. Der kommt gleich sehr, sehr eindrucksvoll bei seinem ersten Lebensstart zu seinem ersten Erfolg. Die Rede ist von der Programmnummer 3, Gorabere, in den Farben von Horst Pohl. Jutta Pohl ist die Trainerin in Hoppegarten und im Sattel der amtierende, noch amtierende Amateur-Champion Vinzenz Schirp.